R34 unterstützt die jugendlichen Reiterinnen und Reiter unter 18 Jahren hier im Rahmen des Turniers der Apropos Pferd mit der eigenen Juniorentour. Und das war jetzt eine ganz spezielle Geschichte mit dieser Mannschaftswertung, aber natürlich auch einer Einzelwertung. Und ja, hier am schnellsten und fehlerfrei Eva Zöcklein mit Cash. Eva, gratuliere zum Einzelerfolg einmal. Zunächst, wie ist das für dich hier jetzt nach der langen Sommersaison in der Halle, noch dazu gleich in der Messehalle vor Publikum zu reiten? Wie fühlt sich das an? Also es ist natürlich schwierig jetzt vom riesengroßen Platz in die doch relativ kleine Halle, aber trotzdem hier zu reiten ist ein ganz tolles Feeling. Und vor allem heute mit dem Anfeuern und so, das war schon ganz speziell. Das ist schon was man sich eigentlich wünscht, wenn man mit der Reiterei auch aufwächst, auf der Tribüne sitzt, selber solche Turniere sieht, sei es hier in der Arena Nova oder auch anderswo Salzburg, Wien, da selber mal zu reiten. Aber wenn man dann draußen am Abreitsplatz ist, ist da die volle Konzentration am Sport oder denkst du, jetzt geht's da wirklich hinein? Also es ist schon ein Traum von mir gewesen, hier mal zu reiten und auch hier mal zu gewinnen. Und dementsprechend ist die Konzentration auch immer da dann. Ihr bekommt ja massiv jetzt Unterstützung durch den Herrn Makler und die R34 in dieser Juniorentour. Glaubst du, dass das für die Zukunft auch wirklich was bringt? Ja, ich denke schon, weil es ist sehr wichtig, die Jugend und Junioren zu fördern. Ja. Und als letztes frage ich dich jetzt noch etwas. Cash haben wir alle gern. Du hast Cash, aber ganz besonders gern, so heißt dein Pferd, oder? Ja, das ist eine ganz spezielle Stute. Also sie ist sehr zickig. Aber wenn man sie auf seiner Seite hat, dann kämpft sie wirklich für einen. Also, dann gibt sie das Letzte. So, und jetzt kommt das komplette Team Blau noch dazu. Das komplette Team Blau, denn in der R34 Tour heute ist eine neue Geschichte ausprobiert worden. Vier Teams in Art einer Nationenpreiswertung. Und das Team Blau, das ist jetzt hier vollständig angekommen. Jetzt kurz auf die Liste schauen, wir auswendig gelernt habe ich nichts. Die Eva Zöcklein war da natürlich dabei, dann Katharina Bieber, Anna-Sophie Reiter und die Lisa Schranz. Ja, in dieser Besetzung habt ihr gewonnen. Diese Mannschaftswertung, wie ist das zustande gekommen für euch und wie war das heute hier zu reiten? Auch einmal nicht nur für sich selbst und sein Pferd, sondern auch für drei andere? Also natürlich ist das immer cool, in einem Team zu reiten. Wir wurden zugelost. Aber ich verstehe mich mit meinen Teamkollegen umso besser. Es ist alles cool und im Team zu reiten ist immer cool. Wie war es für dich auch hier an den Start zu gehen in der Arena Nova? Was war das Besondere auch an dem Parcours vielleicht? Ja, es war einfach die Atmosphäre mit den Leuten in der Halle. Es ist ganz was anderes und ja, voll cool. Ja, bei dir muss ich ja auch fragen, was habt ihr denn bitte bei der Parcoursbesichtigung gemacht? Ja, also wir haben leider den 11. Sprung vergessen, aber ich glaube, das kann jedem mal passieren. Das kann absolut jedem mal passieren, ist ja auch schon den absoluten Topstars passiert. Nur es war dann schon irgendwie auffällig, dass so familientreu alle erstmal gemeint haben, nach 10 ist Schluss. Ne? Ärgert einen dann schon, vor allem wenn man da mit dem zweiten Pferd an den Start geht und dann könnte man eigentlich da, Schwester, ist es passiert, die Nummer rausreißen. Für dich war es dann ein Glück, hier mit dem Team trotzdem zu gewinnen. Ja, also das war für mich natürlich ein Glück, dass alle meine Teamkollegen so gut geritten sind und es passiert jeden Mal. Es passiert absolut jeden Mal und das ist auch das, was ja diese Mannschaftswertung auszeichnet. Ein Streichresultat ist, wenn nicht alle null sind, dabei. Und ja, wir haben ja in Barcelona erlebt, wie traurig dann ein Boris zum Beispiel gewesen ist. Du warst da, glaube ich, noch nicht einmal auf der Welt, dass er dann das Streichresultat war. So, jetzt geht es für euch alle noch ein bisschen weiter, sowohl an diesem Wochenende als auch in diesem Jahr. Ich glaube, der eine oder andere wird auch in Salzburg dabei sein. Vielleicht. Na, dieses vielleicht nehme ich als Versprechen. Was sind die Ziele für 2017? Da wirst du dann 18, das letzte Jahr der Juniorentour. Ja, ich möchte auf jeden Fall in den Juniorenspringen erfolgreich sein. Das ist so K- und W-Cup und so. Darf ich ja noch reiten. Und ja. ja. Und für euch alle gab es dann auch noch auf internationalem Parkett den iCup für die unter 25-Jährigen. Da sind schon richtig große Namen rausgekommen. Ist das auch ein Ziel da, dann irgendwie noch stärker mit einzusteigen? Ja, natürlich. Das ist ein Ziel eines jeden, dass man im iCup-Finale mitreiten darf und dort auch erfolgreich ist. Da drücken wir euch allen sehr herzlich die Daumen. Jetzt noch viel Spaß auf der Messe. Die wartet und die nächste Prüfung auch. Danke.